Hallo und herzlich willkommen. Ich darf mich nicht so viel bewegen. Zurück zu Pokémon Silber. Ja, wie ihr seht, Wasser, Wasser, Wasser. Wir sind auf dieser Wasserroute, auf diese Wasserrouten. Ja. So, ich darf mich ja nicht so viel bewegen, weil... Weil ich habe Superschutz an und... Ja, Superschutz an. Da, jetzt wirkt er nicht mehr. Wegen diesen Schritten. Ja, sonst hätte er ewig gewirkt. So, 9 müssen doch noch reichen. Wir müssen ja nach... Nach Anamonia... Anamonia City. Um dort die Medizin zu holen für das arme Amphi. Ich bin etwas müde, wenn ich gewinne. Leist du mir deinen Pokémon? Nein, dann sauf ich ab. So, Schwimmer Petre. Nicht Peter, sondern Petre. Ein Tentacher. Juhei. Sora, okay. Nein, ich hab das völlig vergessen. Ah, komm schon, Kopfnuss. Du kriegst mich nicht. Das ist mir auch aufgefallen beim Training. Irgendwie schaut das... Ja. Keine Ahnung. Jetzt voll nix gewusst, was ich sagen wollte. Nee, das Hinterteil so gesehen schaut irgendwie aus wie so ein Gesicht von Hobbelow. Da die Nase, also der Schwanz als Nase und da die Beine als Augen. Ja, es ist zwar irgendwie auf dem Kopf, aber trotzdem. Schaut irgendwie komisch aus. So, Tentakta. Nee, ich heile dich schon. Das wäre doch gelacht. Ach, gut, dass ich so viel Tafelwässer und keine Ahnung eingekauft habe. Weil das ist ein Geheimtipp. Ja, Geheimtipp. Das weiß wahrscheinlich eh schon jeder. Nur, ja. Ja, das. Keine Ahnung. Es ist viel billiger, so eine Limonade oder so zu kaufen, wenn man es mit so einem Supertrank vergleicht. Und ja, das meinte ich damit. So. Sora, du hast bald keine AP mehr. Ja, aber los. Besieg alle 3 mit 3 AP-Attacken. Keine Ahnung. Gut gemacht. Yay. Es könnte sogar ausreichen tun. So, Remoral, das passt voll in dieses Schema von dir, weißt du das? Ich habe mir auch gedacht, ich wollte mir auch ein Dingsbums ins Team nehmen, ein Mantax. Aber nee. Wir haben schon ein Flug-Pokémon und auch ein Wasser-Pokémon, die fix sind. Das kann ich jetzt auch einmal ansprechen. Jetzt hast du keine AP mehr. So eine Schande. So. Was wollte ich ansprechen? genau das. Ja, wollte ich ansprechen. Na wirklich, was wollte ich ansprechen? Ach ja. So. Jetzt merken, bis ich diesen Typi besiegt habe, weil dann werde ich wieder unterbrochen und dann vergesse ich es erst recht. Schwimmer Petre besiegt. Er stirbt. Hilft einer jemand? Glückwunsch, Steinsora wurde zu Babunga. Jetzt schon? Und warum ist es so blau? Oh, yay. Sora. Ich hätte gedacht auf Level 29. Aber egal. Warum ist es wirklich so blau? Naja. Oh, Sora, du bist endlich erwachsen geworden. So, wie schauen deine Werte aus? Ja, damit kann man was anfangen tun, gell? Nur brauchst du jetzt... bist du jetzt einmal eine Pflanzenattacke erlernst? Das dauert Ewigkeiten. So, Sora, du kannst jetzt nichts mehr tun, weil deine AP
zu Ende geneigt sind. Zu Ende geneigt. Eigentlich hätte ich mit Rika gut trainieren können hier. Anemonia City ist noch so weit weg. Aber der Rückweg nach Oliviana City ist auch nicht viel kürzer. Was soll ich nur tun? Abkratzen, das sollst du tun. Keine Ahnung. So. Okay, mit dir reden und nicht vergessen das Thema. Wenn du eine Pause brauchst, dann halte deinen Kopf übers Wasser und paddel mit den Füßen. Was? Auf diese Weise legst du eine Ruhepause ein und sammelst Energie. Was? Erstens mal Kopf über Wasser, das ist ja logisch. Und dann herumpaddeln. Achso, das meint sie. Naja, ist aber ziemlich anstrengend. Natürlich. Naja, so, was wollte ich denn ansprechen? Ach ja, die Pokémonse. Ich habe jetzt mehr als 6 Pokémon. Trainiere ich, ne? Ist euch vielleicht schon aufgefallen? Und die werde ich natürlich nicht alle trainieren können die ganze Zeit. Ich habe schon mein fixes Team im Kopf. So das Hauptteam. Und die anderen Pokémon trainiere ich so... eigentlich so gesehen, wenn ich Zeit habe. Weil jetzt danach, wenn die Uni geunit wird, also das Studium beginnt, da werde ich dann nicht mehr so viel Zeit haben, dass ich alle Pokémon gleichzeitig trainieren kann. Und ja, ich schaue, was ich machen kann. Ich sage jetzt noch nicht, nee. Nee. Aber das ist jetzt eh optimal, dass du jetzt Starmie draußen hast. Wegen Blubstrahl, genau. Eigentlich. Oh, das zieht. Los, Blutsauger. Das müsste doch eigentlich viel abziehen. Sagte er, weil Blutsauger, naja, Blutsauger ist auch nicht die beste Attacke. Eigentlich könnte ich unser Shuriken auch entwickeln, wann ich möchte, oder? Kann man schon irgendwo einen Wasserstein kaufen? Ich weiß nicht. Ja, wegen Wasserstein. Aber mal sehen. Muss mir dann noch mal anschauen, was es noch so alles erlernt, Sterndu. Ja, ich möchte nichts verpassen. So, gut gemacht, Rika. Und das gibt jetzt sicher Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. So voll Erfahrungspunkte. Heike besiegt. Heike? Nein, Heiko heißt er. Rivale. Aus der Trettenchen, ne? Oh, du bist ausgeruhter als ich, ja. Ja, wen wundert's? Wenn du so herumpaddelst, ist es ja anstrengend. Ich hab tief aus dem Inneren der Strudelinseln ein Brüllen gehört. Ja. Was kann das bloß gewesen sein? Ich weiß es doch nicht. So, ist da unten noch... Oh, ist das alles riesig. Naja, gehen wir mal außen lang. Ich möchte hier alles erkunden. Naja, erkunden alles mal fertig haben, tun. Wen soll ich denn dann später Whirlpool beibringen? Nicht unseren Starmie, weil... Oder? Na, Starmie ist der und unseren Zuriken. Suchst du die Geheimnisse der Strudelinseln? Nein. Nicht der Strudelinseln. So, dann ich möchte nach Anemonia City, Alex. Das Alex-Ei. Wir treten gegen ein Alex-Ei an. Naja. Komm schon, besiege es mit Gebrüll, Rika! Und Rika ist eben eines dieser Pokémon, das nicht zu meinem Hauptteam so gesehen gehört, getut. Das kann ich jetzt eher mal sagen, wer alles jetzt im Hauptteam ist. Nee, das riskiere ich jetzt nicht. Also, zum einen natürlich unser Starter, unser Satoshi. Unser Iglavar. Dann Masato. Unser Goldbart. Warum wollte ich das schon wieder einsetzen? Naja. Wen gibt's noch? Alice, unser Voltilam. Na, Vati, nicht Voltilam. Vati. Und das Alex-Ei. Oh,
du hast aber viel Dauer, du bist viel Ausdauer, genau. Hallo. Ein Geheimnis der strudelnden Wurm. Es ist Kohlrabenschwarz drinnen. Voll das Geheimnis. Naja, so du da. Das Wetter ist so herrlich. Ich bin richtig benommen. Es ist Nacht. Da sieht man doch nicht sehr viel. Oder es ist... Es scheint der Mond. Wolkenfrei. Oder nur ein paar wenige Wolken. Und das schaut wunderschön aus und so. So. Okay. Wo war ich denn schon wieder? Jetzt habe ich wieder voll vergessen, was ich... Ach ja, die Teammitglieder. Ja, Alice. Dann, wen gibt's noch? Ja, Menma, unser Milchtank. Auch wenn ich sie jetzt lange nicht mehr im Team gehabt habe. Rhea, unser Tanzer. Und sind das schon genug? Ich glaube, ich werde 7 Pokémon als Hauptteam haben. Ah, das dauert mir zu lang. Weil ich möchte noch ein Teammitglied ins Team nehmen. Das ist natürlich. Da habe ich noch ein Pokémon vorzufangen zu tun. Ja. und sonst. Ja, habe ich schon Shuriken gesagt? Glaub nicht. Unser Sterndu. Das wird auch im Team bleiben. Die anderen nicht. Den gibt's denn sonst noch? Ja, jetzt kommt auf meine Erinnerung an. So, wen gibt's denn noch? Yato? Ah, das weiß ich nicht, ob ich Yato drinnen lassen soll, weil ich habe mich entschieden, ich möchte es nach Tara machen. Nur für den Fall, dass ich ihn wirklich ins Team nehme. Magda. Weil ein Psycho-Pokémon hätte ich ja mit Starmie dann im Team. Magda besiegt. Oho. So. So, dich tue ich jetzt raus, weil es dauert zu lange mit dir, Rika. Rikalein. So, Jakob. Wenn wir schon von ihm reden. Okay, gegen dich. Habe ich noch nicht angetreten. Hier gibt es hohe Wellen. Das macht dich schnell müde. Naja. Okay, dann Togepi, unsere Ushio wird auch nicht, ja, ist zwar ein Team, aber nicht Hauptteam, ihr wisst, was ich meine. Das zieht nix ab, aber das im Gegensatz schon. Deswegen machen wir schnell mit Alice fertig. Los! Fuchtel so wild herum, wie du nur willst. Mit was fuchtelst du eigentlich? Die Animation sagt ja, oh, mit dem Fuß, aber du hast keinen Fuß. Garadosen. Unser Markus. Oh, das gibt so viele Erfahrungspunkte. Garados schon wieder. So, machen wir das gleiche wieder. Weil Yato kann bis jetzt nicht so viel ausrichten, ne? Yay, Yato! Alice. Jetzt habe ich irgendwas gedacht und dann war alles leer. Es ist immer leer. Hör auf. Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was ich reden soll, so. Ich habe einen neuen Hintergrund. Neuen Hintergrund. Desktop Hintergrund von Noragami. Das kann ich jetzt einmal einfügen. Jetzt, sofort. Gandhi habe ich schon gelesen. Ich bin besiegt. Ach, okay, du sagst Sachen, die sagt man nicht. Keine Ahnung. Das finde ich halt schön. Und ich habe... Das habe ich mal in Pokémon Blau gezeigt. Ein Hintergrund. Habe ich so einen kurzen Hintergrund von Nagino Asukara
Nage no Asukara. Ja, so heißt es doch. Und die Strömung ist zu stark. Ich kann die Insel nicht erreichen, ja? Das wollte ich sagen. So, ich glaube gegen dich. Ja, gegen dich habe ich schon angetreten. Ah, so viel herumgeirre da jetzt. Nein, Schutz, der wirkt doch. Wenn ich sage, dann wirkt er doch. Ja, und das habe ich gestern einen neuen Screenshot gemacht von dieser... Das kann ich jetzt auch zeigen. Weil ich weiß noch, als ich da diesen Screenshot gemacht habe, das war... Siehst du diese Inseln, die von dem Strudelnberg hier werden? Dort gibt es bestimmt ein Geheimnis, ja. Ich habe den Screenshot nicht von einem HD-Video so gesehen aufgenommen, sondern von seinen regulären, und deswegen war die Qualität nicht so optimal. Es ist zwar jetzt auch nicht so... Ich glaube 720. Von 720 Video habe ich den Screenshot gemacht. Aber ja, besser als irgend so was verpixeliges. Naja. Yato, komm schon. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig, Giftstachel. Komm schon, Yato, du bist doch ein Gott. Du verletzt dich doch nicht gegen sowas. Okay, wieder heilen tun. Yato, armes Yatolein. So. Und du gibst jetzt endlich... Warum Gift? Giftstachel, die Giftstachel, ne? Okay. Naja, heute sind wir zwar nicht... Ja, ich schon, aber hier, diese Folge. Erreichen wir zwar Anemonia City noch nicht, weil ich jetzt gleich zu Ende tue, den Part. Jevgeni, keine Ahnung. Was ist das Geheimnis deiner Stärke? Liebe zu deinem Pokémon. Ja, und Vertrauen. So, nochmal gegen Giftbeere. Ja, gib einfach gegen Giftbeere. So, ich glaube, ich mache hier jetzt wieder Schluss. Und hoffentlich beim nächsten Mal in Anemonia City angelangen tut, keine Ahnung. Also Leute, seht in die Augen von unserem imaginären Labras. Ciao.